Minecraft immer noch im Raubzug, Erik. Wie lange bin ich jetzt noch verzaubert mit dem komischen Slow-Trank? Vielleicht hat das was damit zu tun. Ja. Ja, wenn du stirbst, hast du den Effekt nicht mehr. Nein. Ah ja, doch, stimmt, du bist ja vorher warum ist die Mauer hier schwarz? Bei dir, ja, jetzt ist bei dir, jetzt ist bei dir da dieser Bug. Bei mir war er gestern da, der Bug. Die dunkle Gasse. Ja. Für die Drogendealer. Also für mich im Nether. Umbringen. Oh, hier, da reitet einer auf Gehard. Die dürfen darauf reiten, aber wir nicht. Ach, Alter, du. Zwei Gehards und zwei Johnnies und einer, der auf einem Gehard reitet. Ah! Junge Erik, hilf mir mal! Ich kämpf gegen Gerhard und drei Leute, Alter! Ja, ich doch auch! Gerhard reitet auf. Boah, ein verzaubertes Eisenschwert, gib das her! Wer kennt's nicht, Gerhard reitet auf einem Pillager. Haltbarkeit 2, okay, jetzt habe ich auch noch ein verzaubertes Eisenschwert. Benutze ich das sogar lieber als das Diamantschwert, weil das Diamantschwert wäre eigentlich geil für Ding. Ende der Rache. Oh, what the fuck? Geh weg, geh weg, geh weg, du scheiß Illager. Ich hab ihn gleich wieder da. Der schlägt mich auf einmal und ich hab ein halbes Herz. Okay, der ist tot. Der mit der Axt. Ja, der ist so fucking übelst viel Magier, Damage. Magier, ich seh ihn Magier. Plagegeister. Keine. Eigentlich diese Geister, wo hier so rumschwören jetzt, aber irgendwie. Oh nein, nicht die. Warte, hier ist so ein Tod hinter. Und der andere. Totem der Unsterblichkeit. Wenn man stirbt dann und das in der Hand hält, dann überlebt man. Gehard. Das müssen wir für einen Enderdrache behalten. Ja, ja. So. Ja! Das war's. Wir haben es geschafft. Gott sei Dank, Alter. Warte, was ist. Wie heißt der Effekt eigentlich? Wo sieht man das? Das ist doch irgendwie so, wenn man das, wenn man ein Dorf beschützt hat, bekommt man das immer. Und hier liegt einfach ein Satz. Moment mal, warum haben. Moment mal, sei mal kurz ruhig. Ich habe einen Sattel bekommen für das, dass ich den, für das, dass wir den Gerhard getötet haben, Erik. Nein, wir töten nicht Gerhard. Nein, damit meinte ich nur, warum haben wir einen Sattel bekommen? Können wir Gerhard? Kann man das Gerhard anziehen? Anziehen? Soll ich es mal probieren? Wir kriegen Rabatt jetzt bei Villager mit dem Effekt, ne? Ja, ach nee. Du fragst, stimmt, ich was hab ja passiert mit dem Effekt, auf einmal weißt du's. Ja, ich dachte, es passiert noch was anderes. Moment, warte mal. Was hat. Warte, der hält sogar ein Buch in der Hand, Alter. Warte, 10 Emeralds für ein Bücherregal. Okay, ich gehe mal kurz Emma Watson überfallen. Obwohl die nicht mal Bücher hat, aber egal. Ist das eigentlich doch ein. Nee, warte mal kurz, hier steht jetzt 7. Ah, jetzt kann ich nur 7 für ein Bücherregal. Oh, jetzt habe ich es auch versehen gemacht. Ja, egal. Gerhard, wir haben deine Familie getötet. Jetzt habe ich ein Bücherregal. Ja. Jetzt habe ich es auch versehen gekauft. Warte, hier gibt es einmal eine Lederjacke. Gerhard! Und 5 Leder, was ich nicht habe, für ein Emerald. Alles klar. Moment. Was hast du? 2 Emeralds für eine Axt. Nee, ich habe schon eine Axt. Ach, danke. Scheiße, kannst du bitte eine. Können wir eine Kiste irgendwo hinpflanzen? Kurz. Ich hab wohin? Viel zu viel noch von unserem Roadtrip, Alter. Brauchen irgendwo eine Kasse oder halt eine Roadtrip. Dann bau dir halt schnell eine Kiste. Ja, ohne Holz? Ja. Wie wär's, wenn du nach draußen gehst und die Bäume abholzt? Oder ich leg's einfach hier in die Kiste rein. Welche Kiste? Keine Ahnung, wo ich den Rollstein hab. Was für ein Stein? Ach, wahrscheinlich aus dem Dorf. Also den Totem der Unsterblichkeit tue ich hier mal rein. Die Bücher. Obwohl, warte mal kurz. Ich guck mal schnell, ob ich das jetzt machen kann. So, mein Inventar sieht jetzt viel ordentlicher aus erstmal. Moment. Und noch, was habe ich eigentlich für Bücher? Harpune 1, geht das mit der Armbrust? Nein. Hast du die Bücher aus der Kiste genommen? Nein, ich hatte schon welche. Aber wie geht das, Seelenflitzer?
Seelenflitze, was ist Seelenflitze, Alter? Ich weiß es nicht. Ich weiß vor allem nicht, wie das. Kann es vielleicht sein, dass man das mit einer Waffe machen muss, die noch nicht verzaubert ist? Wie rum geht es überhaupt? Erst das Buch? Nein, erst die Waffe, dann das Buch. Auf ein Schwert geht Effizienz nicht mal, vielleicht bei Spitzhacke. Ja, Spitzhacke. Hat es gerade bei dir geklappt? Ich kann es auch mal gucken. Ja, wollte ich gerade sogar. Ich habe sogar ein paar Emeralds hier für ein paar Bröter irgendwie. Konnte man, glaube ich, ein Emerald für 6 Brote. Ist doch eigentlich voll gut. Mhm. Hi. Warte mal kurz hier in die Emeralds. Schärfe 1 müsste doch auf mein Schwert gehen, ne? Ja. Explosionsschutz. Wo ist überhaupt meine Rüstung? Ah, die habe ich in irgendeine Kiste gepackt, genau. Ich habe Feuerschutz. Wo habe ich... Digga! Man vergisst so schnell, wo man sein scheiß Zeug hinpackt. Ja. Wenn man in einem Kingdom wohnt, wo alles einem gehört. Aber ich glaube, ich habe die hier oben noch in meinem alten Haus. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das mit den Büchern funktioniert. Egal. 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 Ja. Oder ich mach mir sogar eine neue Kiste, die tue ich dann in mein Haus rein. Und hier draußen ist sogar auch nochmal eine Kiste. Ich hab deine Kiste mit deiner Rüstung gefunden. Okay. Oh, außerdem habe ich deine Schuhe kurz angezogen, ich geb die dir kurz. Nee, ich brauche meine Rüstung nicht, die kannst du einfach in der Kiste lassen. Welche Kiste ist das? Oh mein Gott. Was? Lass mich rein, Alter, da kämpft ein Skelett vor der Eisentür. Das ist die Kiste in deinem Haus in der zweiten Etage. Okay. Da habe ich meine Eier, wo ich drin habe. Wo bist du jetzt eigentlich? Ich komme jetzt gerade aus dem Haus raus. Willst du eigentlich mal dein Haus zeigen, weil du hast ja jetzt ein neues. Gleich, ich guck mal, ob ich Feuerschutz draufpacken kann. Weil vielleicht haben wir uns ja rausgehört. Mein Haus, ja. Der ist jetzt richtig abgehoben, deswegen sagt er sein Haus und meinem Haus nein. Boah! Bist du freundliche Spinne? Warum? Das ist Spider-Man, die freundliche Spinne aus der Nacht. Ich kann keinen Explosionsschutz drauf machen auf meine. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ey, warte, ich habe vor allem voll eine geile Idee, Moment. Wir können auch theoretisch Fallen für die Gegner machen, und zwar so Kakteen einfach irgendwo hinstellen, weil ich habe nämlich 29 Sandblöcke und 29 Kakteen. Irgendwie so in den Wald, weil da sind die nämlich ganz oft. Ja, zum Beispiel hier ein Creeper. Ach du Kacke, ich hasse Creeper. Ja, was ist passiert? Ach, du bist bei mir. Aber ich hab's trotzdem. Und könnt mir theoretisch die Kakteen hinstellen, hätte schon Platz. Haben wir Fackeln? Nee, ich gerade nicht. Ich auch nicht. Wir müssen hier alle. Das ist halt der Nachteil. Bei dem großen Zeug hier. Da haben wir halt eine große Fläche. Ja. Wo nicht bewohnt ist. Eben. Aber auch theoretisch kann man auch einfach sagen, ja, der Wald ist einfach nur halt, ja, halt ein Wald. Oh, wow, Weisheiten mit sie. Ja, der Wald okay. Ist einfach nur ein Wald. Was ist da in der Kiste eigentlich alles drin? Nix. Guck da nicht rein. Eriks Geheimkiste, okay, ich respektiere mal dich. Ich hab da 2 Stacks Erde immer noch. Für was? Keine Ahnung, habe ich da eingelagert mal. Oh ja, Erik, was ist das hier links von uns? Ich weiß nicht, was das ist. Kannst du es mir vielleicht sagen? Weiß ich auch nicht. Da kam irgendjemand, hat geschrien, ich bin ein Idiot, genau, ich bin ein Psychopath. Ist mein
Darf man da mal reingehen? Und was sehen wir uns hier gerade an? Eigentlich, Erik, außer dass es dein Haus ist. Ein Wikinger-Schild. Erik hat die Rolle des Wikingers. Hat er auch dann im Roleplay. Also verpasst das Roleplay nicht, wenn das Let's Play zu Ende ist, wird es ein Roleplay geben. Mit einer Story auch. Echt? Ja. Na klar. Cool, dann würde ich ja die Glocke direkt aktivieren. Du alle platziert, ne? Ja. Ja, sieht eigentlich nice aus, so auf dem Weg halt. Da ist auch der Wald mal ein bisschen heller. Ja. Es sieht aber schon nice aus hier. Also hier kann man sich echt, hier fühlt man sich eigentlich echt wohl. Und ich finde auch in der, also im Roleplay wird doch das hier, man sag mal so, ein sicherer Ort sein. Für die Menschheit. Nicht mein Schiff jetzt direkt sagen will. Das Ganze hier einfach. Das Arclay Kingdom halt. Arclay Kingdom, wie immer. Da vorne ist meine Lieblingsbeschäftigung. Was? Hier, das Haus. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Hier, das Haus. Welches das Haus? Hier hinten. Ach so. Ah, ja. Rein. Nein. Du sperrst mich ein. Nein. Okay. Ich stehe schon, wie du darauf guckst. Ich guck nicht mal darauf, ich guck dich an. Okay. Nein. Ich will dich ja nicht einspielen. Du hättest hier hochklettern können, dann rüberspringen. Ja, ich weiß. Oder einfach diesen hier. So. Ach, da ist der Leiter. Ja. Oh. Hab zu schon mal gemacht. Geile Ausrede. Als Ausrede. Und hier haben wir auch irgendwie den, hier so ein Bienental, einfach weil Bienen brauchen wir ja auch eigentlich zum Überleben. Ist nur deswegen. Dezent. Och du Scheiße, da ist unser bester Freund. Boah! Digga, warum läufst du mit meinen Schüssen? Ich mach das nicht mit Absicht. Oh. Der Schuss ging mir voll daneben. Wo sind die? Hallo, aufstehen! Warte, ich wechsle auf dieser, auf der Seite. Raus gehen. Raus. Haut ab. Raus mit dir. Mann. Bauer. Steckt der fest? Okay, der hat ein Problem, der steckt fest. Geh weg, ich will nicht mit. Obwohl, warte, ich will mit dir dienen. Komm her. Warte mal. Okay, das ist der mit dem Brot hier. Ich glaube, die sind OOC out of character, alle. 14 Weizen für ein Emerald. Willst du mich verarschen? 14 Weizen für ein Emerald. Ja, ist nicht viel, Digga. Wir haben hier ein ganzes Weizen. Ja, nee, aber daraus können wir ja auch theoretisch ein Brot halt machen. Mhm. Ja, farm das halt mal ab hier, das ganze Feld. Nee, das machen die Villager. Stimmt eigentlich, ja. Und die platzieren ja das, ja, deswegen wächst es ja auch immer. Weil du hast ja keine Farmer, das war meine, die. Sogar ein Farmer ist, gucken wir uns das mal an, wie Minecraft das nice designt hat. Okay, ja, gucken Komposter an, ich weiß jetzt nicht, ob das so wirklich jetzt ist. Hallo! Die gucken alle den Komposter an. Die machen, glaube ich, irgendwas am Komposter, die arbeiten daran. Das glaub, sieht voll Komposter danach aus. Die komposten gerade. Freunde, die stehen alle an dem Komposter dran, was ist mit euch? Beste Arbeit, Alter. Hallo, jetzt macht. Nein, Tja, nicht den was Komposter. Macht der Schmied hier? Hä? Der Schmied. Ist es ja, der einer? Ist verärgert, ja, jetzt. Hä? Der war gerade verärgert und ist dann wieder hingelaufen und hat auf einmal wieder gemacht. Mit dem kann man nicht handeln, mit dem hier. Doch, warte, was bist du? Bist du ein Bibliothek? Nee, doch, du bist ein Bibliothek. Gibt's Arbeitslose hier noch? Ja. Nee. Wenn es solche gibt, die werden übrigens bei uns hingerichtet, das wäre wahrscheinlich im Real Life auch so. Weil die braucht man ja für nichts.
Oh, der, wenn man Level 2 ist, dann kann man hier irgendwie, ja, was, so ein verzaubertes Schwert da kaufen. Für 9 Emerald. Digga, wer hat hier das Tor aufgelassen? Nicht, dass da noch ein Creeper oder so reinläuft zu den Pferden. Ja, die tun ja den Pferden nix. Ja, aber Zombies, die machen die Zombie-Pferden. Stimmt. Aber wäre auch cool, ein Zombie-Pferd. Digga. Kann man mit dir handeln? Ja, mit dir kann man. Das ist einfach, der hat einfach eine grüne Weste. Ja, weiß ich. Kann man überhaupt noch Klamotten färben, also Lederrüstung? Ja, kann man. Der hat eine blaue. Wusste ich nämlich gar nicht mehr. Hier ist der Bibliotheker. Ich geh mal wieder auf die Mauer. Ja, mach das. Die deutsche Mauer. Und im nächsten Part, was du, und im nächsten Part, also wir gucken dann nach diesem Part nach einem Wassertempel, dann wird das nämlich auch haben. Ja, ja. Hör bitte auf, nicht so Wasser zu erwähnen. Magst du Wasser nicht? Doch, aber. Ey, Erik, die Bibliotheker sind wütend, dass bei diesem Altar vorne da kein Buch drin ist. Ja, genau. Nur ohne Witze hat sich gerade jemand drüber beschwert, da war gerade irgendwas. Haben da gerade so ein Beschwerdensymbol. Das ist warum halt nicht möglich. Die sich auf, weil da kein Buch ist. Die können sich ein Buch machen. Puh, keine Ahnung. Hatte pennt hier noch jemand? Nee, noch nicht. Es hat ja erst mitten im Raid angefangen. Es muss schon noch hier ein bisschen. Okay, die sind alle draußen aus ihren Häusern, also ist gut. So. Sind eigentlich die Fische noch da oder sind die schon despawned? Ne, die sind despawned. Ja, die muss man nämlich einen Namen geben, sonst despawnen die. Außer die halt von Mike. Ich habe mir die einfach nur aus dem See gefischt. Naja, vielleicht, wenn es nicht, ne, vielleicht, wenn die nicht in diesem. Vielleicht weil die nicht so großes Meer haben oder so. Egal. Ich brauche noch keine Fische. Obwohl theoretisch eigentlich schon, ne? Das wäre ja auch richtig. Wird sich jetzt beschweren, Fische sind cool. Ja, Fische sind ja auch cool, aber. Cool. Ich hatte ja auch selber Fische, bis die irgendwann alle verreckt sind, weil die leben nämlich nicht lang. Aber kommt auch auf den Fisch an. Null! Der sich einfach. Oh, der ein Arbeitsloser ist jetzt ein Bibliotheker geworden, okay, der hat sich gerade der Hinrichtung. Gerade so entwischt. Das ist ja auch nicht Affi, weil ich meine, die sollen ja alle irgendwas machen hier, aber ja doch, die fällen, das fällt nicht einfach oder ist es einfach nicht fertig. Ist das nicht dein Geheimgang gewesen? Ja. Warum hast du das? Ich will die Terraform hier gerade ein bisschen. Ach so. Dass der Berg nicht so komisch aussieht. Digga, hier ist halt so eine große freie Fläche noch. Hier könnte man easy noch mal so ein Lager für die hinbauen. Theoretisch. Oder besser gesagt ein Wohnblock. Hier im Ghetto, Alter. Ja. Die wohnen im Ghetto. Ja, die wohnen nämlich alle in der Alplay Hill. Ja, was? Warum glänzt es hier so? Ja, weil das doch, ja. das ist doch ein Beruf auch von denen, dass da. Deswegen euch. Wieder, ne? Warte, ich schau mal auf den Pferd drauf. Ich bin kurz weg. Oh, Digga, du fettes Pferd. Pack dein Pferd wieder rein, mal. Ja, Moment. Ich mach's dir kurz. Nein, auf. Du musst mir nicht aufmachen, ich kann einfach reinspringen. Ja, gleich, ich komm da gleich rein. Moment. Ich muss nur Anschwung nehmen. Kann ich dem Pferd was zu essen geben? Was hast du gerade in der Hand überhaupt? Weizen, die fressen Weizen. Nein, die fressen ab, die fressen Äpfel. Seit wann fressen die jetzt auf einmal Äpfel? Keine Ahnung. Du hast Weizen gefressen. Ja, ich weiß. Jetzt fressen die irgendwie Äpfel. Flash give Eric Äpfel. Die schnell rennen rein, es regnet, alle ganz schnell rein, Arbeit beendet. Finde ich aber auch cool, dass die dann. Was?
guck mal ins Haus, ob ich da noch Äpfel habe. Bestimmt. In meiner geheimen Kiste habe ich immer noch was. Nee. Warte, wie geht der Command? Wie ich dir was geben kann? Keine Ahnung. Gif. Warte, wie ist halt, wie geht dein Ingame-Name nochmal? Der echte Unterstrich gegen. Ah ja, es wird mir gerade sogar angezeigt. Apfel. Apple, ja. Ah, ich glaube nicht, dass es klappt. Das ist. Doch! Ich habe keine bekommen. Jetzt warte doch mal. Ah, aber der, also das wird schon irgendwie klappen, warte. Vielleicht heißt es auch Apfel. Nö, nö, das wurde als Apple angezeigt. Okay. Geh. Ja. Apple. Muss klappen. Ja. Nee. Das steht jetzt im Chat drin. Weil ich den Slash nicht gemacht habe. Ich Idiot. Warte mal kurz, geht was anderes? Warte mal, Barrier? Schade, okay, das geht irgendwie nicht. Egal. Du musst eine Menge eingeben. Echt? Mhm. Okay, Moment. Wie viele Äpfel willst du? 5. Oh, okay, warte, wir machen noch 5. Und dann muss ich einfach Apple eingeben, oder? Ja, oder einfach eine Zahl muss man ausprobieren, eine Zahl oder. Unerwartetes 5. Ja, egal, ich bin nicht so ein guter Commander. Aber, nee, ganz ehrlich. Das wird mir vor allem noch alles angezeigt. Aber irgendwie geht das. Ja, egal. Das ist auch egal. Aber als ob wir einfach keine Äpfel haben. Boah, Alter. Warte, mein Hund. Muss ich mal rein, komm mit. Warum teleportiert er sich nicht? Ist der Hund bei dir nach unten? Mhm. Da soll er eigentlich nach oben kommen. Hä? Mein Hund ist schlau weg. Nein. Oh mein Gott, der ist jetzt ist er oben. Komm mit. Chef, vor jetzt teleportiert er sich runter. Digga, wo haben wir Äpfel alle? Wir haben doch nie Äpfel gehabt. Doch. Nee. Ich glaube, die haben wir verbraucht. Ah, ich würde sagen, wir machen hier noch ein paar irgendwie oder weiß nicht, aber auf jeden Fall im nächsten Part sehen wir uns, wenn wir ein Wassertempel vielleicht finden. Und deswegen schalte dann wieder ein, wenn es heißt Minecraft Unterwassertempel. Und ciao.